Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Academy. Beim letzten Mal sind wir hier auf Hoth gelandet, denn der gute Luke hat gesagt, ey, Jaden, guck da mal ein bisschen dich um, ob hier der Marker Ragnos Clan irgendwas gemacht hat. Und hier sind auch schon Imperiale. Oh, zieh doch dein Lichtschwert. Hier sind einige. Komm nur her, du. Erstmal anwürgen und zack. Mein treues Tauntaun benutzt sich natürlich weiterhin. Ich kann. Oh doch, ich kann von hier aus angreifen. Ich wollte gerade sagen, das ging irgendwie, ne? Ist gar nicht so einfach, oh Mann. Ja. Klappt ja gar nicht. Na, jetzt haben wir es ein bisschen raus. Er musste sich. Oh, 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 oh. Der hat mir jetzt richtig geschadet. Das war nicht gut. Da musste ich mich ein bisschen besser positionieren. Da kommen wir eh nicht rein mit dem Tauntaun. Naja. Lustig und kurz war's. Das ist meine Kernaussage hierzu. Erstmal ganz kurz heilen. Wir haben richtig viel Schaden genommen. Und ab in die Höhle. Was wird uns hier erwarten? Noch mehr Imperiale? Ganz schön groß. Oh, verdammter Mist. Hätte ich auch mal mit dem Scharfschützengewehr eventuell. Macht bestimmt viel Schaden. Ach du Scheiße, jetzt rennt der? Komm nur her, du Wampa. Kann ich auf den. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, jetzt hat er mich. Weg, 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 weg. Ah, er will mich essen. So, jetzt schocken wir ihn aber mal. Vielleicht ist das ja effektiv. Also, wenn er einen erwischt, dann kickt er einen auf jeden Fall schon mal um, was eine ganz schön gemeine Nummer ist. Jetzt weg, 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 weg. Ich kann mich dann immer wegrollen. Jetzt hat er mich. Oh mein Gott. Aber wir trennen ihm den Arm ab. Ey, das ist ja wie bei Luke, ey. Nice. Was für ein Biest. Okay, das war ein Kampf. Das war wirklich ein Kampf. Oh, wow, 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 wow. Ich habe ja gesagt, manche Gegner können uns umstoßen. Das habe ich ja schon mal erwähnt irgendwann. Dass das bloß manche mit der Macht machen. Und jetzt sollten wir hier vielleicht mal das Gespür einsetzen. Wo geht's denn weiter? Sieht man das irgendwo? Nee. Wir gehen einfach mal links lang. Der Anfang bzw. das Level ist sehr, sehr undurchsichtig für mich. Das habe ich auch jetzt nicht unbedingt alles in Erinnerung oder sowas. Allgemein das ganze Spiel jetzt nicht unbedingt komplett in Erinnerung. Daher muss ich jetzt erstmal schauen, was hier zu tun ist. Was bewegt sich da? Es ist etwa ein Jedi! Und tschüss. Da könnten wir hin, aber wir gehen, glaube ich, nach links, wo der Typ stand. Irgendwann kam man hier zu so einem AT-ST, das wusste ich noch. Und der ist saugefährlich, weil der haut einen super schnell weg. Gerade wenn man kein Schild hat, was ich gerade nicht dabei habe. Mal hier, coole Sache. Den haben wir aber umgerempelt. Ah ja, okay. Hier sind wir also falsch. Was liegt da noch? Granaten und hier ist noch so ein schönes, schönes Geschütz-Dings. Aber hier sind wir leider falsch. Wir müssen anscheinend doch in die Richtung. Hier war doch noch ein Tauntaun, oder? Ist abgehauen. Alle weggegangen, die Tauntauns. Na gut, dann halt eben zu Fuß. Haben wir auch mal einen Tod geschockt, sehr schön. Also jetzt muss ich wirklich aufpassen. Ich folge jetzt zwar immer diesen Leuchtfackeln. Aber irgendwann, wie gesagt, kommt hier irgendwo ein AT-ST und den sieht man dann auch recht spät erst. Deswegen muss ich da echt aufpassen. Wenn der mich erwischt, dann sieht's übel aus. Weg mit euch. Die stehen unter Arrest. Das wollen wir mal sehen. Kollege, ich glaube, der kommt jetzt hier irgendwo. Da sind auch noch schon kaputte. Da sieht man ihn. Ganz leicht die Umrisse. Da muss man aufpassen. Da habe ich jetzt eigentlich immer als gute Taktik vernommen, dass man den hier einfach mit dem Geschütz abballert. Wo ist er denn? Oh, er kommt schon. Jawohl, den haben wir. Die Dinger sind saugefährlich, also wirklich. Die können einen richtig schnell wegklatschen. Ansonsten habe ich jetzt immer als Taktik auch noch gehabt, einfach schnell durchzurennen hier mit dem Tauntaun und einfach alle stehen zu lassen. Aber wollte ich jetzt mal nicht machen. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig irgendwo. Jetzt können wir nämlich hier hoch. Aber erstmal. Werfen wir eine Granate darüber. Hat nicht geklappt. Ja, du mit deinem
Schützen-Dings da ist auch weggehauen. In deiner Schützenposition. So, das waren anscheinend alle. Na gut, komm, wechseln wir wieder zum Schwert. Das klappt ja sonst sowieso nicht. Da geht's runter, so wie es aussieht. Oh ja, jetzt fährt das Ding runter. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und hier geht's hoch. Gut, gehen wir halt erst hoch, von mir aus. Ich weiß absolut nicht, wo es hier weitergeht oder wie es hier weitergeht. Muss man alles mal herausfinden. Der hat auf jeden Fall eine Keycard eventuell dabei, ne? Da ist noch einer. Ja, dann sind alle besiegt. Alle besiegt. Was kann man hier machen? Hm. Raketen abschießen oder was soll das sein? Das kann man kaputt machen. So, hier ist noch irgendwas. Tür auf. Und soweit ich mich erinnern konnte, kommt hier auch irgendwann ein richtig krasser Kampf noch drin. Ah, das ist ein Versteck. Sehr schön. Bringt mir jetzt leider nicht viel. Da oben ist noch ein bisschen Heilung. Gut. Ah, Schildenergie, oder? Nee, nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Zumindest nicht Schildenergie. Gut, hier mussten wir anscheinend nur hin, um die Türen aufzukriegen unten. Oder so eine Art. Boah, fast runtergefallen. Das wäre ja mal wieder ein dummer Tod gewesen, ne? Bis jetzt steht der Todescounter ja nur auf 1, weil ich einmal dämlich runtergefallen bin in einer Kampfsituation, die so krass war, dass ich sie nicht mehr kontrollieren konnte. Ey, warum hat er den Schub nicht benutzt? Jetzt aber. Zack! Weggehauen, den Boy hier. Sehr gut, ist hier noch irgendwas? Ich sehe nichts im ersten Moment, daher begeben wir uns weiter. Das war wohl die Tür, die wir geöffnet haben. Sieht hier schon ein bisschen aus wie die Echo-Basis, oder? Finde ja schon. Und ich freue mich richtig schon, wenn ich die ganzen Machtfähigkeiten wieder hochgespielt habe. Weil im Moment habe ich sie ja alle erst auf Stufe 1. Die sind noch nicht so effektiv. Auf Stufe 2 dürften sie dann schon ein bisschen mehr bringen. Oh, wenn man das berührt, stirbt man eventuell. Ich sollte lieber nicht so rumspringen. Kann man hier noch was machen? Gucken wir doch das erstmal an hier. Konsolen. Machen wir den Kylo Ren und hauen alles kaputt? Nee. Gut, gehen wir weiter. Gibt's doch gar nicht, der überlebt das einfach. Ich bräuchte mal Rüstung, das wäre zumindest sehr, sehr cool. Hier nirgendwo, nirgendwo geht's hier weiter? Nein? Gut. Oh, Machtschub ist schon sehr, sehr effektiv. Einfach auch nur mal, um einen Gegner ganz kurzzeitig auszuschalten. So dass er mir nicht gefährlich werden kann für den Moment. Dafür reicht es ja auch schon aus. Dann kann ich mich zum Beispiel jetzt einfach mal um den hier kümmern, während der hier noch auf dem Boden liegt und aufstehen muss erstmal. So. Irgendwo irgendwas hier am Liegen? Nee, nee, nee. Gut. Die Weitsicht lässt hier zu wünschen übrig. Also es wirkt alles sehr schattig, ne? Also so vom Nebel her meinte ich. Und jetzt hier guckt, man kann gerade so die Mauer da erkennen. Ich hab's, wie gesagt, alles auf maximalen Grafik-Settings und sowas. Da kann ich leider nichts mehr verändern. Schon sogar extra mit irgendwelchen Mods und so weiter, Erweiterungen. Na geil, jetzt fährt der Ding hoch und ich bin nicht drauf. Ich kann leider nichts mehr verbessern an dem Spiel. Es gibt zwar so eine Sache, ich hab's mir ganz kurzzeitig überlegt, ob ich das nochmal aufschiebe, das Let's Play tatsächlich. Kann man jetzt ja auch mal erzählen an der Stelle. Denn es gibt so eine komische, riesengroße Mod, die wohl in Arbeit ist. Und da steht bei voraussichtlicher Release, Ende 2017, habe ich mir gedacht, na komm, machst du das jetzt? Wartest du extra da drauf? Kann man sich ja gerne mal anschauen. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Das war auf jeden Fall ein recht umfangreiches Projekt, was der Herr da gestartet hatte, der das gemacht hatte. Sah ganz cool aus. Aber ob es das gelohnt hätte, dafür noch extra lange zu warten, ich weiß ja nicht. Gucken wir mal, was hier ist. Ein Suchtdroide. Die sind gar nicht mal so leicht zu besiegen anscheinend, aber hat geklappt. Ganz allein aus dem Grund, weil sie halt fliegen. Was müssen wir denn machen? Untersuchen Sie den Ort, finden Sie den Weg zur Echo-Basis. Ah, interessant. Warum sind die hier überhaupt alle? Ich will hier die Echo-Basis wieder haben. So, da ist noch ein Geschütz. Können wir das benutzen? Hier ganz gut. Ja, ich glaube, das war auch so vorhergesehen, dass man das benutzen soll. Einer lebt noch, der steht doch hier hinter der Kiste. Der ist nicht so dumm und guckt dann nochmal raus. Würde ich aber auch nicht machen in seinem Fall. Signal
weiter folgen. Ah, vielleicht solltest du das tun. Aber wo gehen die denn hin? Die gehen ja in alle Richtungen. Ah, ein Geräusch? Ja, ich bin hier direkt neben dir, Kollege. Warum macht denn jemand diesen Schrotthaufen? Okay, da ist einer am Geschütz. Da sollten wir jetzt echt die Geschwindigkeit mal einsetzen. Wir sehen schon, er trifft uns jetzt nicht mehr. Zack! Weggeklatscht. Ah, komm, hau ihn weg. Jawohl. Also die Dinger sind echt nicht so leicht zu treffen. Ah, angeblitzt. Ah, warum bewacht er den? Aha. Hier ist da irgendwas. Jetzt geh doch da rein, Mensch. Okay, warten wir erstmal. Schießen wir den erstmal ab. Spielen wir wieder ein bisschen bedachter. Vielleicht muss das auch noch kaputt sein, damit man da reinkommt. Ja, ja. Jetzt endlich. Meine Güte, ey. Also manchmal... Manchmal hängt man echt an allem fest. So, hier geht's runter. Oh. Du auch. Dich habe ich nicht vergessen. Und ich hätte echt gerne mal wieder einen neuen Lichtschwertstil hier. Das wäre mal was, was, mich, was mir gefallen würde. Na gut, wir sind in der Echo-Basis, oder? Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Was haben wir? Momentan keine Ziele. So, heilen wir uns ganz kurz. Und weiter geht's jetzt hier. Direkt durch das Höhlensystem. Oh, ist da irgendwas? Nee. Okay. Ich höre die Leute doch hier rumstapfen. Und da werfen wir jetzt einen Thermaldetonator rein. Hahaha! Das hat geklappt, ne? Das war super. Zack, und ab nach unten hier. Bloß hier nicht irgendwo überraschen lassen. Das ist immer so eine Gefahr. Dass hier irgendwo einer um die Ecke wartet und mich dann weghaut. Also, wie gesagt, wenn dich hier einer mit dem Lichtschwert trifft von den Gegnern, dann one-shottet der dich auch ganz gerne. Das kann man gerne mal nachschauen, wie das aussieht in so einem der, Jedi Outcast Parts. Bis jetzt ist ja hier noch nicht passiert, aber bis jetzt sind wir hier auch noch nicht allzu vielen Jedi begegnet. Beziehungsweise Sith. Aber das Spiel ist schon nicht unbedingt fehlertolerant, wenn du hier großartig Fehler machst. Was ist denn das hier? Wo muss ich denn lang? Da hinten vielleicht? Sonst mal Gespür einsetzen wieder. Ich gucke erstmal hier. Nee. Ah, hier ist eine Tür, die offen ist. Stehe ich wirklich unter Arrest, hä? Nein, lauf nicht weg von mir. Hey, komm wieder her, du. Feige Hund. Zack, dieser Finisher-Move, ey, der ist am besten echt. Finden Sie raus, was das Imperium in der Echo-Basis anstellt. Was stellen die hier denn wieder an? In der alten Echo-Basis. Ich dachte, die wäre so ein bisschen mehr eingestürzt. Mist, die kommen jetzt hier hoch, ne? Schade, ich hätte jetzt gerne eigentlich geguckt, wo die hingehen, aber die werden hier hochgegangen wahrscheinlich. Sie werden dann vielleicht da lang oder halt zu mir. Oh Mann, mal gucken, ob hier noch weitere Wompas sind. Aber ich liebe das ja, solche Gespräche zu belauschen, ne? Das haben die so geil gemacht, ich finde es so nice. Na, da liegt noch eine verschüttete Droide drunter. Versteck gefunden. So, wo ist denn hier das Versteck? Da. Na gut, das hat jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber immerhin, ich finde mal ein paar Verstecke. Immerhin, das bleibt mir halt übrig. So, die wollten höchstwahrscheinlich dann wirklich hier lang gehen. Ich will so einem Wompa eigentlich nicht nochmal begegnen. Oh, oh. Hau ihn weg. Jawohl. So ein dickes Geschütz, das kann einem auch gefährlich werden. Hehehe.
die Beine weggezogen hier. Was sind das denn hier für Experimente? Blubbert überall, da ist ein Bacta-Tank. Oh, da fliegt der Arm. Da fliegt der Arm. Da bringt ihm der Bacta-Tank auch nichts mehr, wenn er selbst da reingehen würde. Dass die auch nirgends so Alarm schlagen können, ne? Ist es nicht teuer, so Bacta aufzubereiten? Kann man das auch kaputt machen? Ne. Das Imperium hat anscheinend das Geld. Na gut, die machen ja auch das Geld, von daher. Alles voller medizinischer Sachen hier. Sie stehen unter Arrest. Ach, wie kann man die Sturmtruppen nicht mögen? Also ernsthaft. Die sind doch super. Einfach nur super. So, da ist was drin. Kann man da rein? Das kann man nur so nehmen, wenn man es nehmen würde. Hier müssen wir rein. Alles klar. Dann auf, nach oben. Kontrollpunkt. Das sieht doch schon mal gut aus. Wenn wir einen Kontrollpunkt kriegen, sind wir schon mal recht weit fortgeschritten, denke ich wieder. Was? Gehen wir immer mit Geschwindigkeit rein. Guck mal, das Lichtschwert geht von hinten durch ihn durch. Und es kümmert ihn einfach nicht. Es kümmert ihn einfach kein Stück weit. Du warst zu langsam, Kollege. Du warst zu langsam. So, irgendwie habe ich den Eindruck, ich skippe gerade echt viel. Aber ich bin aber den erstbesten Weg gegangen gerade. Und dachte eigentlich, hier werden gleich eine Sackgasse, ehrlich gesagt. Weil ich nicht den offensichtlichen Weg gegangen bin. So, hier ist verschüttet. Das ist nur eine Lampe. Aber gut, wir gucken uns hier weiter um. Kontrollpunkt. Ich habe echt, anscheinend habe ich hier echt gut direkt den richtigen Weg genommen. Was wollen die denn da auch gegen machen? Da haben sie doch gar keine Chance gegen. Da geht es nicht mehr weiter, es geht nur noch hier weiter. Der hätte weglaufen sollen. Das macht schon Spaß. Sehr gut. Weisen Sie sich aus. Na, ist hier noch einer? Scheint mir doch recht einfach zu werden, hier durchzukommen. Aber irgendwann kommen wir noch zu einer bestimmten Stelle. Ich bin ja mal gespannt, wann. Eventuell jetzt? Nee. Schießen wir mal wieder hier mit so einem Ding. Oh, das ist der TL-50. Der reicht gar nicht so weit. Wie willst du da denn alle abwehren, alle Kugeln, ha? Na, ist hier irgendwas Versteckmäßiges? Nein? Nein. Dann halt nicht. Nicht, dass hier irgendwo echt noch dieser Wampa auftaucht. Das war effektiv. Das war äußerst effektiv. Hier, das sieht doch bekannt aus von der Echo-Basis. Die Kommandostation hier. Kommandozentrale an Alora. Alora hier. Wir haben soeben die Daten heruntergeladen. Die Rebellen müssen während der Evakuierung alles gelöscht haben. Zum Glück hat der Computer alle Fluginformationen protokolliert. Und? Wir haben die Daten des Rogue-Anführers, wie er Hoth verlassen hat. Daher wissen wir, dass Skywalker nach Dagobah gegangen ist. Dagobah. Oh, dieser listige kleine Jedi. Was hatte er da nur vor? So, wir schauen mal, dass wir den möglichst smart jetzt wieder mal erledigen. Den Typen, der da offensichtlich steht. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich das wollte. Komm nur her. Mama, macht Entzug bei dir. Oh. Jetzt hat er uns umgekickt. Oh, 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 oh. Halt, halt, halt. Komm nur wieder her, du. Oh, ein schlechter Hit von ihm und das war's mit uns. Da müssen wir echt aufpassen.
Manchmal kommt man hier auch in so eine richtige Duellsituation, wo man dann wirklich die Schwerter kreuzt, ähnlich wie bei Battlefront halt. Naja, man hat nicht viel Platz zum Kämpfen, ne? Jetzt mit dem Drehschlag! Nein, nicht mal der hat gereicht. Der hält aber was aus. Jetzt hat er mir ordentlich einen Hit gegeben. Aber jetzt habe ich ihn endlich. Der hat mir einen richtig gut mitgegeben. Und da sackt er zusammen, der Kerl. Kann man hier noch was machen? Auch wie Kylo Ren ausrasten nochmal. Alles kaputt hauen. Stromkappen. Nein? Nein. Gut, und diese Alara, die ist natürlich nochmal sehr, sehr wichtig. Denn die kommt eventuell noch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die hier noch kommt. Aber auf jeden Fall wird sie irgendwann unser Gegner werden. Die haben wir auch schon gesehen. Die hatte das Zepter ganz am Anfang. Aber ich möchte an dieser Stelle hier einen kleinen Cut machen, denn sonst wird die Folge einfach viel zu lang wieder mal. Deswegen sehen wir uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich Tschüss.